Ja, herzlich willkommen zur zweiten Aventüre des Nibelungenliedes. Dieses Mal habe ich eine Präsentation vorbereitet, weil die Aventüre relativ kurz ist und auch verhältnismäßig parallel aufgebaut ist zur ersten. Was jetzt noch aussteht, was wir quasi als Exposition brauchen, ist die Vorstellung der zweiten wichtigen Person aus dem ersten Teil der ersten Hälfte des Nibelungenliedes, und das ist Siegfried. Und wir gucken uns erstmal eine Übersicht an, darüber, was passiert. Es sind auch tatsächlich nicht viele Strophen. Es geht von Strophe 20 bis Strophe 43. Das ist verhältnismäßig kurz. Und genau, was passiert ist, dass wir eine Einführungsstufe haben, Strophe haben, die relativ parallel aufgebaut ist zu Kriemhilds Einführungsstrophe. Dann haben wir zwei Strophen, die Siegfried charakterisieren und dann auch schon vorausdeuten, dass er sich später auf den Weg nach Burgund machen wird. Das passiert aber in dieser Aventüre noch nicht. Und danach gibt es eine kurze Einführung in sein Leben, seine Kindheit, seine Jugend und seine Ausbildung und auch darin, wie angesehen er bei seinen Mitmenschen ist. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist er dann natürlich auch erwachsen, und was wir dann brauchen, ist ein Passage-Ritus, ein Rite de Passage. Das sind solche, ja, wie soll man sagen, Riten, die jeder Mensch innerhalb seines Lebens durchläuft. Das ist dann zum Beispiel die Erklärung zum Mitglied der Gesellschaft oder das Anerkennen als Mitglied in der Gesellschaft. Im christlichen Kontext ist das zum Beispiel die Taufe, wo dann jemand in die Gemeinde mit aufgenommen wird. Und in anderen Arten von Kulturen gibt es da auch relativ ähnliche Riten, wo ein Mensch nach seiner Geburt dann erstmal diesen Ritus durchlaufen muss, damit er halt Mitglied oder Teil dieser Gesellschaft wird. Was dann noch vorkommt und was hier auch der Fall ist, ist der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Und das ist dann dieses Fest, bei dem Siegfried zum Ritter werden soll oder geschlagen werden soll. Das findet sich auch in verschiedensten Kulturen. Ja, beispielsweise ist das in den Jäger- und Sammlerkulturen des russischen Fernen Ostens so, dass man dann irgendwie eine Art Mutprobe erledigen muss. Also zum Beispiel ein Tier selbstständig jagen oder erlegen. Oder bei den Spartanern zum Beispiel, falls jemand den Film 300 gesehen hat, wo die Knaben dann schon im jungen Alter recht hart gescholten wurden und der König dann auch irgendwie ein Jahr in der Wildnis leben musste. Das hat es dann bei sonst aller möglichen Übertreibungen in diesem Film tatsächlich auch so gegeben. Also die Jugendlichen mussten tatsächlich für ein Jahr ohne Unterstützung von Familie und Gesellschaft es schaffen zu überleben. Und nach dieser Zeit sind sie dann als Erwachsene anerkannt worden in der Gesellschaft. Ist auch so ein Passageritus. Eine Hochzeit ist ein Passageritus oder eine Art von Eheschließung in irgendeinem Sinne, weil das auch ja einen wichtigen neuen Lebensabschnitt innerhalb des Lebens mit einschließt. Und ja, schlussendlich dann auch, wenn man gestorben ist, die entsprechenden Begräbnisriten, die man dann natürlich nicht mehr aktiv mit durchläuft, aber das wäre auch ein Beispiel für einen Passageritus. Dieses Fest wird uns dann jedenfalls geschildert. Erst die Vorbereitung, dann der Ablauf des Festes und zum Schluss wird dann das Ende des Festes beschrieben und es folgt noch eine weitere Charakterisierung von Siegfried. Okay, was wir jetzt machen, weil es verhältnismäßig wenige Strophen sind, ist, dass wir durch relativ viele tatsächlich lesend hindurchgehen.
Und das Mittelhochdeutsche macht es uns zum Glück nicht ganz so schwer, es zu lesen und zu verstehen. Deswegen habe ich letztes Mal noch keine sprachlichen Anmerkungen gemacht. Das wird aber bei diesem Video zu einem großen Anteil passieren. Ich möchte euch ein paar sprachliche Phänomene, ein grammatikalisches Phänomen und ja, wie soll ich das sagen, ein semantisches Phänomen vorstellen. Und genau dazu gehen wir eigentlich sukzessive durch die Strophen durch, nicht durch alle, aber doch im Verlauf von vorne nach hinten durch das Nibelungenlied hindurch. Also nicht das Ganze, sondern natürlich Aventüre 2. Dieses Konzept der Passagereden stammt von einem französischen Ethnologen, deutsch-französischen Ethnologen, Arnold van Gennep. Und der hatte 1909 ein Buch namens Lyrique du Passage ja, veröffentlicht und da seine, also dieses Konzept das erste Mal ja, dargelegt. Und das ist ein relativ einflussreiches Konzept und ich werde euch dazu noch eine Literaturangabe unten in den Kommentar setzen. Strophe 20 ist Siegfrieds Einführungsstrophe und die ist ganz parallel zu der von Kriemhild. Ich lese sie am besten einfach mal vor. Du wuchs in Niederlanden, einst viel edlen Königes Kind, des Vater, der hieß Sigemund, sin Mutter Sigelind. In einer reichen Bürge, viel Witten wohl bekannt, nidne bi dem Rhine, du was zu Sanden genannt. Und wenn wir uns das Schriftbild jetzt anschauen, dann fällt uns auf, dass manche dieser Vokale ein Zirkumflex haben und die werden lang gesprochen und die anderen Vokale werden kurz gesprochen. Und in der zweiten Zeile, in dem zweiten Vers der Strophe, da haben wir das Wort hies, da haben wir ein IE, das im Neuhochdeutschen monophthongisch gesprochen wird, also es ist ein langes I. Wir würden sagen hies, aber das wurde im Mittelhochdeutschen noch diphthongisch gesprochen. Genau. Ich habe unten einige sprachliche Phänomene aufgeführt: die Auslautverhärtung, die frühhochdeutsche Monophthongierung, die frühneuhochdeutsche Diphthongierung, die neuhochdeutsche Vokaldehnung und die neuhochdeutsche Vokalkürzung. Und wenn wir die beachten, dann können wir noch leichter verstehen, was in diesen mittelhochdeutschen Text steht. Ich habe das farbkodiert und ich werde jetzt durch die einzelnen Strophen hindurch diese einzelnen sprachlichen Phänomene kurz erläutern. Als erstes möchte ich die Auslautverhärtung erläutern. Die haben wir hier an drei Stellen, einmal bei Kind, Sigemund und Sigelind. Und ich habe hier unten in der Zeile einmal hingeschrieben, Kind mit T am Ende, Mittelhochdeutsch wird zu Kind mit D am Ende im Neuhochdeutschen. Und es ist so, dass wir im Neuhochdeutschen diese Auslautverhärtung auch haben. Sie wird bei uns aber nicht mehr dargestellt. Wenn wir den Plural von Kind bilden, dann ist das Kinder. Und in Analogie zu dieser Pluralbildung bleibt dann auch im Singular dieses eigentlich stammhafte D, was wir beim Singular aber wie ein T aussprechen. Wir sagen ja auch Kind mit T am Ende. Das bleibt im Schriftbild trotzdem erhalten. Bei den Namen Siegmund, auch wenn man jetzt von Namen nicht unbedingt ein Plural bildet, oder Sieglind, ist das genauso. Deswegen, weil das Mittelhochdeutsche diese Auslautverhärtung noch darstellt im Schriftbild, werden Sigemund und Sigelind jeweils auch mit einem T geschrieben, statt mit einem D. Das nächste Phänomen, das wir hier in Strophe 20 beobachten können, ist die frühneuhochdeutsche Monophthongierung.
Und das bedeutet oder bezieht sich auf drei Diphthonge, also Verbindungen von zwei Vokalen, die im Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen zu Monophthongen wurden, und zwar zu langen Monophthongen, also zwei kurze Monophthonge, die zusammen einen Diphthong ergeben, werden zu einem langen Monophthong. Beispiel dafür wäre hier in der ersten Zeile das Wuchs, das im Neuhochdeutschen ein Wuchs ist, mit langem U, weil nämlich zwei Kürzen zusammen eine Länge ergeben. In der zweiten Zeile oder im zweiten Vers ist es das Wort Hies, über das ich eben schon mal gesprochen habe. Da wird aus I und Ö zusammen ein langes I, also Hies, und im Neuhochdeutschen Hies. Und dann weiter hinten im selben Vers haben wir Mutter, das ist die Mutter. Und natürlich sprechen wir das im Neuhochdeutschen kurz aus. Wir sagen ja nicht Mutter. Das liegt aber daran, dass wir dahinter eine Verdoppelung, also eine Gemination des Ts haben. Und dadurch wird dann rückwirkend dieses eigentlich lautgesetzlich lange U doch nochmal gekürzt. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass aus einem Frühneuhoch, nein, dass aus einem mittelhochdeutschen Diphthong, der entweder ihr, uo oder ür ist, ein langer Monophthong wird. Ich habe das hier unten einmal angeführt. Diphthonge ihr, uo, ür werden dann jeweils zu langem i, u oder ü. Und dann hier nochmal mit internationalem phonetischen Alphabet, damit es ein bisschen eindeutiger ist. Und dazu gibt es auch einen Merkspruch, nämlich Liebe, gute Brüder, liebe, gute Brüder. Ne, mit langem I, langem U und langem Ü. Das nächste Phänomen, das wir hier finden, ist die frühneuhochdeutsche Diphthongierung. Und das ist das Phänomen, das auftritt, wenn aus einem langen Monophthong im Mittelhochdeutschen ein Diphthong im Neuhochdeutschen wird. Und zwar ist es da auch wieder so, eine Länge wird dann, anders als vorher, eine Länge wird zu zwei Kürzen. Eben hatten wir ja den Fall, dass zwei Kürzen zusammen zu einer Länge werden, und jetzt ist es genau der umgedrehte Fall. Die Beispiele hier sind ziehen, was zu sein wird, riechen, was zu reichen wird, wieten, was zu weiten wird, bi, bei und rine, rein. Auch da gibt es dann wieder drei Monophthonge. Nur dummerweise jetzt in Strophe 20 ist es immer nur das I, das vertreten ist. Aber es ist ein langes I, ein langes Ü, IU zusammen wird Ü gesprochen, und ein langes U, die dann entsprechend I zu Ei, also langes I zu kurz AI, langes Ü zu Oi, also OI, und langes U zu Au, also AU. Ne, kurz A, kurz U, kurz E, kurz U und kurz A und kurz I. Wobei wir halt aus historischen Gründen Ei mit E schreiben, obwohl es ja A gesprochen wird. Hier auch wieder mit internationalem phonetischen Alphabet dargestellt. Und auch dafür gibt es einen Merkspruch, nämlich Min nübes Hus. Mein neues Haus. Genau. Und das nächste Phänomen, das wir dann haben, ist die neuhochdeutsche Vokaldehnung.
Und die neuhochdeutsche Vokaldehnung macht genau das, was Sie sagten. Sie dehnt nämlich einige Vokale. Habe ich hier in Magenta gekennzeichnet. Da haben wir das Wort Niederlanden, Phil und Edelen, was dann zu Niederlanden, viel und edlen wird. Oder genau, Künneges, Königs, das Ö in König ist ja auch lang. Vater, in manchen Dialekten noch kurz, aber hochsprachlich lang, Vater. Der Siegmund ist auch gelenkt worden oder gedehnt worden. Und das ist so bedingt, dass im Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen Vokale in offenen Silben oft gedehnt wurden. Und dazu müsste man kurz schauen, wie so eine Silbe eigentlich aufgeteilt ist. Da habe ich hier mal diese Grafik erstellt. Ein ja, nicht beschriftetes Koordinatensystem, das ist immer ganz klug. Aber natürlich ist gemeint auf der waagerechten Achse der Verlauf der Zeit. Und dann haben wir einen Silbenanfang, der auf irgendeine Art und Weise gestaltet sein kann, geschlossen oder offen. Wenn er offen ist, dann steht da ein Vokal und der Vokal ist dann gleichzeitig der Kern. Das heißt, wir haben da in dem Sinne nicht unbedingt einen Anfang der Silbe. Wobei man dann im Deutschen sagen muss, ja doch, wir haben da einen Glottisverschluss. Wenn wir zum Beispiel sagen auf, dann fängt das mit dem an, auf. Oder um. Wir sagen nicht um, sondern um. Und das wäre dann unser Silbenanfang, den wir eigentlich als Default, als germanischsprachige Menschen immer dabei haben. Der Kern der Silbe wird gebildet durch ein Vokal und das Ende der Silbe ist entweder offen, wenn da nichts steht, oder geschlossen, wenn da ein Konsonant steht. Und jetzt haben wir ein lustiges Phänomen. Ich habe das mir mal am Beispiel von Tag klar gemacht, dass Silben innerhalb eines Wortes, je nachdem, welche Form dieses Wort annimmt, geschlossen oder offen sein können. Wir haben das Wort Tag, das ist der Tag. Da sehen wir auch schon, das ist auch gedehnt worden. Und dazu haben wir dann den Genitiv Tages. Und wenn wir das jetzt machen wie in der Grundschule, dass wir die Silben mitklatschen, dann haben wir Tag und wir haben Tages. Das heißt also, das G, das wir hier haben, wird der Anfang der zweiten Silbe. Und unsere erste Silbe, Ta, hat am Ende keine Schließung mehr. Sie ist also offen. Und weil viele Vokale, Entschuldigung, in offenen Silben gedehnt wurden, war es dann so, dass wir irgendwann den Nominativ Tag hatten und den Genitiv Tages. Und dann hat man in Analogie, damit alle Stämme des Wortes gleich sind, das sind keine bewussten Prozesse, sondern das sind Prozesse, die sich einfach sprachhistorisch so ergeben. Dann hat man in Analogie auch im Nominativ, wo die Silbe geschlossen war, trotzdem diesen Vokal gedehnt, sodass aus Tag, Tages dann irgendwann Tag, Tages wurde. Wobei wir der Ehrlichkeit halber auch nicht sagen können, ob es jemals ein Nebeneinander der Form kurz Tag und des langen Genitivs Tages gab. Es kann auch sein, dass es direkt parallel miteinander passiert ist. Weil wir aber natürlich die Sprecher aus den vormodernen Sprachstufen nicht mehr hören können, können wir das so nicht nachvollziehen. Und wenn wir uns ja, das Mittelhochdeutsche angucken, dann sehen wir, dass da relativ viele ja, Vokale sind, die kurz sind, sehr viel mehr als im Neuhochdeutschen, und die sind durch dieses Phänomen dann gelenkt worden. Gut, dann können wir uns ja jetzt kurz der Übersetzung noch widmen.
Also, du wuchs in Niederlanden, eins Phil Adelon Königes Kind. Da wuchs in den niederen Landen und gemeint ist einfach weiter flussabwärts am Rhein, eines ja, sehr edlen Königs. Ich versuche das jetzt so nah wie am Text wie möglich zu machen. Dieses Phil hier ist ein Adverb und ja, wird im Neuhochdeutschen halt durch sehr vertreten. Okay, wessen Königskind ist das? Des Vater, der hieß Sigmund, also des Vaters, der Sigmund hieß, sin Mutter Sigelind und seine Mutter hieß Sieglind. In einer reichen Bürge, also in einer reichen, irgendeiner Art von Befestigung, eigentlich wahrscheinlich eher keine Burg, sondern mehr so eine, naja, Stadt oder Stadtmauer. Es kann aber beides sein. Also Hauptsache, es ist irgendwie durch eine Mauer eingegrenzt, dann ist es eine Burg oder Bürge. Und die hat auch eine Eigenschaft, Philwiden wohl bekannt. Also ist das eine Burg oder Stadt, die weithin sehr bekannt ist. Nidne bei dem Rhine. Entschuldigung, Nidne bi dem Rhine. Genau, da haben wir wieder Nidne, weil wir ja in Niederlanden sind, also in den weiter untergelegenen Ländern beim Rhein. Düwaste Xanten genannt. Und wurde Xanten genannt. Und jetzt wissen wir, okay, das ist eine Stadt, die kennen wir heutzutage auch noch. Das bedeutet also, diese Bürge, von der da oben die Rede ist, dass das in dem Fall eine Stadt bezeichnet und keine Burg. Kleine Anmerkung von mir, es ist kein Zu, sondern ein Zä. Da habe ich mich vertippt. Das war auch davor auf den Folien natürlich schon überall so. Da steht aber eigentlich Zä Sanden und nicht Zu Sanden. Und dann können wir übergehen zur nächsten Strophe. Die nächste Strophe ist dann die 23. Man zog ihn mit dem Vlies, als das ihm wohl gezamm, von sin selbes Murte, was Tugende er an sich nahm. Des wurden Sied gezieret, sines Vaterland, dass man inzer allen Dingen so rechte Herrlichen fand. Okay, und pausiert am besten mal kurz das Video und schaut dann, welche sprachlichen Phänomene, über die wir gerade gesprochen haben, ihr hier findet. Ich habe die da unten nochmal angegeben, damit man sich nicht ganz so arg an alles erinnern muss. Gut, Strophe 23, da haben wir ein ganzes Potpourri an Dingen. Auch das Phänomen, über das wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich die neuhochdeutsche Vokalkürzung. Wir gehen aber mal Vers für Vers durch. Also, man zog in mit dem Vliese, da ist es in kurz, das wird durch die Vokaldehnung gedehnt. Vliese. Das wird im Neuhochdeutschen der Fleiß, also wird aus dem I, aus dem langen Monophthong ein Diphthong. Als im das Woll gezamm, im und Woll werden beide durch die Neuhochdeutsche Vokaldehnung lang. Zweiter Vers von sin selbes Murte, das sin wird durch die Diphthongierung halt diphthongiert und Murte wird monophthongiert. Dann haben wir danach noch Tugende und Nam, die jeweils gedehnt werden durch die Vokalkürzung und so weiter und so fort. Und dann gehen wir in die letzte Zeile, wo wir das in Anführungsstrichen neue Phänomen jetzt haben, was wir eben in der 20. Strophe noch nicht gesehen haben. So rechte Herrlichen fand. Und das ist die neuhochdeutsche Vokalkürzung. Die gibt es auch parallel zur neuhochdeutschen Vokaldehnung. Das Problem in Anführungsstrichen dabei ist, die taucht verhältnismäßig selten auf. Und deswegen ist es da immer ein bisschen schwieriger, Beispiele zu finden. Aber hier haben wir sogar gleich ein Wort, wo die gleich zweimal auftaucht. Das ist ja eigentlich herrlich im Hochdeutsch, im Neuhochdeutschen. Und da ist sowohl das E als auch das I kurz und die waren halt im Mittelhochdeutschen noch lang.
Und diese Vokalkürzung taucht meistens auf vor R oder vor CH oder vor HT. Manchmal, wenn man ein Cht oder Cht-Laut im Mittelhochdeutschen hat, dann wird der nämlich nicht CHT geschrieben, sondern einfach HT. Darum hier diese Lösung mit den Klammern. Also in irgendwelchen dieser Kombinationen, wenn die auftauchen, dann kann davor eine neuhochdeutsche Vokalkürzung auftauchen. Und das sehen wir hier in dem Beispiel ja auch. Also herliechen, das E steht vor einem R, ist ein klassischer Fall dafür, dass die Vokalkürzung auftreten kann. Und dieses lange I steht vor einem Ch. Und das ist dann auch ein klassischer Fall dafür, wo und wie das auftauchen kann. Ansonsten natürlich haben wir noch die Auslautverhärtung und so weiter und so fort. Also hier ist tatsächlich für jeden Geschmack was dabei an lautlichen Phänomenen. So, und jetzt übersetzen wir das Ganze natürlich noch. Man zog ihn mit dem Vließe. Also man zog ihn mit dem Fleiß oder mit dem Aufwand oder mit der Hingabe. Das Wort hat ja einen Bedeutungswandel mitgemacht. Über diese Phänomene sprechen wir dann auch noch später. Als ihm das wohl gezahm, also wie sich ihm das wohl geziemte. Da haben wir ein Phänomen, wo aus einem starken Verb ein schwaches Verb geworden ist im Neuhochdeutschen. Darüber reden wir später aber auch noch. Als für wie, das gibt es tatsächlich ja auch dialektal noch. Von Sincelbis murrte, was Tuggende er an sich nahm. Also wie er von seinen selbes, also von seinem eigenen Mut, wobei das Mut nicht unbedingt Mut im neuhochdeutschen Sinne sein muss, sondern es kann auch Gemüt, Einstellung, Stimmung oder ähnliches heißen. Also es ist auch ein Wort, das einen Bedeutungswandel durchgemacht hat. Sprechen wir auch noch später wieder. Also von seinem Mut oder von seiner Einstellung her, was für Tugend oder was für positive Eigenschaften hat er da angenommen. Des wurden sieht gezieret, also dessen oder dadurch wurden sieht. Sieht heißt nicht so wie im Deutschen seit, sondern meistens eher nachdem oder danach. Gezieret, geziert oder verziert, ausgestattet. Sines Vaterland, das Land seines Vaters. Also Siegfried verhält sich tugendhaft und sammelt Ruhm an und wird dadurch zur Zierde des Landes seines Vaters. Dass man ihn zu allen Dingen so rechte herrlichen fand, sodass man ihn zu allen Dingen, das ist dann Dinge nicht im Sinne von Sachen, sondern in jederlei Hinsicht oder in jedem Belang so rechte herrlichen fand. Dass man ihn da ja herrlich, großartig, schön, vollkommen und so weiter fand. Genau, das wäre die Übersetzung zu Strophe 23. In Strophe 24 geht es jetzt auch um Siegfrieds Ruhm und darum, dass er jetzt langsam erwachsen wird. Ich lese einmal vor. Er war's nu so gewachsen, dass er zu Hofe reit. Die Lüte in sahen gerne Manek Fruwe und Manek Maid, ihm wünschten, dass sie ihn wille, in immer trüer Gedarr, hold wurden im Genurge, des ward der Herre wohl gewahr. Und hier könnt ihr jetzt wieder auf Pause stellen und dann schauen, ob ihr die sprachlichen Phänomene findet. Gut, ich habe sie hier mal markiert, die sprachlichen Phänomene wieder, was wir im ersten Vers sehen, sind wieder zwei Beispiele für die neuhochdeutsche Vokaldehnung. Was wird zu war mit langem A? Da gibt es dann auch noch einen Rotationsmus, aber das soll uns jetzt gerade nicht stören. Zerhoffe, also zu Hofe, das wird auch gedehnt. In der zweiten Zeile sehen wir ein Beispiel für eine Monophthongierung. Dir wird zu die. Ein Beispiel für eine Diphthongierung. Lüte wird zu Leute. Dann wieder die Vokaldehnung. Ir zu ihr. Und am Ende wieder eine Auslautverhärtung
Maid wird zu Maid mit D am Ende und so weiter und so fort. Ist ja alles farbkodiert, könnt ihr dann gut wieder erkennen. So, was bedeutet das nun? Er was nu so gewachsen? Er war nun so gewachsen, also ist nun so, so gereift, dass er zu Hofe reit, dass er zum Hof ritt. Die Leute ihn sahen gerne, die Leute sahen ihn gerne oder betrachteten ihn gern. Mannig Frue und mannig Maid ihm wünschten, dass sie ihn wille, in immer trüge da. So manche Frau und so manche junge Frau wünschten ihm, dass sein Wille oder seine Gesinnung ihn immer oder für immer dahin brächte. Hold wurden im Genurge. Hold, das kennt man vielleicht noch so aus so archaischen Ausdrücken wie die holde Maid. Das heißt ja einfach gewogen oder freundlich gesinnt oder so. Wurden ihm Genurge, also genügend oder ausreichend, ziemlich viele. Und Siegfried wusste das ganz genau, ne? Des ward der Herre wohl gewahr, dessen war der Herr wohl gewahr oder wurde der Herr wohl gewahr. Und das wäre Strophe 24. In Strophe 27 ist es dann soweit. Der Vater Siegmund möchte dann dieses Fest veranstalten, bei dem Siegfried zum Ritter geschlagen werden soll. Und die Strophe liest sich folgendermaßen. Du hieß sin Vater Siegmund, künden sinen Mann, er wollte hochgeziehte mit lieben frühenden Haaren. Du mehre man du furte in ander kundige Land, den Fremden und den Kunden gab er Ross und Gurt gewandt. Okay, die ganzen lautlichen Erscheinungen besprechen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte nochmal einen Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt legen, nämlich auf die historische Semantik. Und zwar ist es so, dass natürlich Begriffe im Laufe der Zeit verschwinden können oder neue Begriffe auftauchen oder es gibt Begriffe, die eine gewisse Zeit überdauern, aber im Laufe ihrer Existenz ihre Bedeutung verändern. Und ich habe hier aus Strophe 27 einmal zwei Wörter rausgesucht und ich habe das gleich in der Folge nochmal gemacht und ich habe aus zwei Wörterbüchern die Bedeutung hier zusammengeschrieben. Nur das Wichtige oder Zentrale, nicht den gesamten Artikel, sodass man kurz einen Überblick bekommt, was eigentlich das gesamte Bedeutungsspektrum des Ganzen im Mittelhochdeutschen war. Und das eine Wort ist hier in Vers 2, er wollte hochgeziehte und so weiter. Dieses Hochgeziehte, das hat es tatsächlich auch ins Neuhochdeutsche geschafft. Das ist unser Wort Hochzeit. Aber wenn wir an Hochzeit denken, dann denken wir an die Feier, die zum Anlass einer Eheschließung vollführt wird. Aber im Mittelhochdeutschen hatte das Wort eigentlich ein viel weiteres Bedeutungsfeld. Und einmal eine Definition. Das Wort bedeutet jedes Fest, sowohl geistliches als weltliches. Auch ein jährliches Totenamt hieß Hochzieht. Die drei hohen Feste der Kirche waren Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Und das steht so in Bennecke Müller-Zahnke. Ich werde euch die Literaturangaben halt, wie gesagt, unten in den Kommentar setzen. Der Lexer hat auch eine Definition, hohes kirchliches oder weltliches Fest, höchste Freude, Vermählungsfeier, Hochzeit, Beilage. Also wie wir sehen, alle Art von großer Festlichkeit oder auch, wie wir hier beim Lexer sehen, höchste Freude, also eigentlich die Stimmung, die bei einem solchen Fest aufkommt, die kann man alle als hochzieht oder hochgezieht bezeichnen.
Das zweite Wort steht im selben Vers, in der zweiten Hälfte. Und zwar ist das Frühenden. Das kommt vom Mittelhochdeutsch, also es ist der Plural. Singular ist Frühend. Und das entspricht dem neuhochdeutschen Wort Freund. Und Freund hat ja bei uns eine ganz bestimmte Bedeutung. Das ist eine Person, mit der man nicht verwandt ist. Und mit der man aber ein gutes Verhältnis hat. Und wenn wir uns dann die ja, Definition im Wörterbuch angucken, dann finden wir beim Benecke, Müller, Zahnke, guter Freund, der Geliebte oder Gatte, der Verwandte, bisweilen auch die Vasallen mit eingeschlossen. Also eine sehr viel weitere Bedeutung, als das im Neuhochdeutschen der Fall ist. Und der Lexer meint dazu Freund, Kollektiv Freundschaft, Liebhaber, Geliebte, auch Freundin, Geliebte oder Verwandter. Und in diesen beiden Fällen ist es so, dass diese beiden Wörter es jeweils, ja, ich sag mal, vom Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche geschafft haben. Es hat aber ein semantischer Wandel stattgefunden. Und in beiden Fällen handelt es sich um eine Bedeutungsverengung. Also früher war das Bedeutungsfeld, das diese Wörter jeweils abgedeckt haben, sehr weit, aber heutzutage ist es nur noch eine festgelegte, bestimmte Bedeutung. Dann jetzt noch zur Übersetzung. Da hieß sein Vater Siegmund seinen Männern verkünden, er wollte ein Fest mit ja, lieben Freunden beziehungsweise mit, ja, sagen wir mal, Bekannten im weiteren Sinne haben oder feiern. Die Mähre man durfte, also diese Nachricht oder Kunde, brachte man da in ander Könige Land, also in die Länder anderer Könige. Den Fremden und den Kunden, den Fremden und den Bekannten gab er Ross und Gurtgewand, gab er ja, Pferde und gute Kleidung oder gute Gewänder. Weil, und das werden wir im Nibelungenlied sehr häufig sehen, wenn es eine Feierlichkeit gibt, dann gibt es auch immer Geschenke für die Gäste. Und zwar üppigster Art und üppigster Ausstattung und bester Qualität. Und so ist das auch hier. Deswegen werden natürlich auch Rösser und Kleidung verschenkt. Strophe 33. Gott man do zen Ehren, eine Messe sang. Do hob sich von den Lüten, Phil Michel, der gedrang. Da sie zu Ritter wurden, nach ritterlicher Eh, mit allzu großen Ehren, das weltlich immer mehr ergeh. Das Beispielwort, um ein bisschen auf die historische Semantik einzugehen, das ich hier ausgewählt habe, ist Ehre, Neuhochdeutsch Ehre. Und da habe ich auch wieder aus den beiden schon genannten Wörterbüchern die Definitionen rausgesucht. Und wenn wir uns gleich die erste Definition anschauen, dann sehen wir noch vor den einzelnen Wortbedeutungen die Anmerkung steht gern im Plural. Und das ist tatsächlich für uns als Sprecher des Neuhochdeutschen ein bisschen befremdlich, weil Ehre ja ein Abstraktum ist und wir normalerweise Abstrakter nicht in den Plural setzen oder sagen wir mal verhältnismäßig selten. Und es gibt einige Wörter, da geht das, zum Beispiel bei Schönheit. Aber wenn wir dann den Plural Schönheiten bilden, dann gibt es einen Bedeutungswandel. Dann sind das nicht einzelne Aspekte der Schönheit, sondern es sind einzelne Personen, die das Kriterium der Schönheit erfüllen. Das ist bei Materialien zum Beispiel auch so. Wenn wir Holz haben, das ist jetzt natürlich nicht abstrakt, aber egal. Und dann den Plural Hölzer bilden, dann denken wir vielleicht an einzelne Holzsorten. Genau, aber bei Abstrakta tatsächlich ist es so, dass wir sie in der Regel nicht in den Plural setzen oder wenn wir sie in den Plural setzen, dann gibt es einen Bedeutungswandel.
Es gibt aber tatsächlich auch Abstrakter, die lassen sich gar nicht in den Plural setzen, wie zum Beispiel Liebe oder Hass. Das funktioniert einfach nicht. Gut, die Bedeutungen, die sich da auftun, jetzt im ersten Beispiel, wäre einmal die Verehrtheit, das Ansehen, der Ruhm, den mir Vermögen, hohe Stellung, Tapferkeit oder Gesinnung verschafft. Wahrscheinlich der mir Vermögen, hohe Stellung und so weiter verschafft, da habe ich mich wohl vertippt. Oder zweitens die Ehre, die ich jemand erweise, das äußere Zeichen der Anerkennung, des Wertes, der einer Person beigelegt wird. Oder Ehre als Tugend, Gefühl für Ehre, ehrenhaftes Benehmen oder Ehre personifiziert. Und beim Lexer, er sagt einmal, dass es im aktiven Sinne Ehrerbietung, Verehrung, Preis oder Zierde ist und im passiven Sinne Verehrtheit, Ansehen, Ruhm. Es kann aber auch Sieg sein, also etwas, ein Verdienst oder eine Errungenschaft, die Ehre verschafft in dem Sinne. Es kann die Herrschaft sein, das ist ein Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Ehre hat. Die Gewalt des Gebieters, natürlich wer ehrenhaft ist, der kann auch über andere gebieten. Es kann die Ehre als Tugend sein, das ist eigentlich in dem Sinne, wie wir es im Neuhochdeutschen auch verwenden, Ehrgefühl oder ehrenhaftes Benehmen. Und hier haben wir auch wieder ein Beispiel dafür, dass wir ein großes Spektrum haben an Bedeutungen, die das Wort Ehre im Mittelhochdeutschen haben kann. Und dieses Bedeutungsspektrum hat sich verengt und deswegen ist es wieder ein semantischer Wandel oder genauer gesagt eine Bedeutungsverengung. Und uns ist das Wort Ehre tatsächlich auch vorher schon mal untergekommen, nämlich in Aventüre 1, als Kriemhild ihren Falkentraum hatte. Da hieß es ja auch, in diesen hohen Ähren träumte Kriemhilde, wie sie zöge einen Falken, stark, schön und wilde und so weiter und so fort. Und da stand Ehre auch im Plural und hat dann eigentlich die Gesamtheit der Aspekte beinhaltet, die dafür sorgen, dass Kriemhild eine ehrenhafte Stellung in der Gesellschaft hat. Ihre Familie, ihr Stand als Königstochter, ihre sehr ehrbaren Brüder und so weiter und so fort. Also das sind alles einzelne Bestandteile, die diese im neuhochdeutschen Sinne Ehre insgesamt ausmachen und deswegen standen die an der Stelle auch schon im Plural. Gut, dann gucken wir mal, wie man das Ganze hier übersetzt. Gott man dot sein Ehren, also Gott machte man da zu Ehren eine Messe sang, also man veranstaltete eine Messe, Gott zu Ehren. Do hob sich von den Lüten Phil Michel, der Gedrang. Und da, ja, hob sich, würde ich sagen, als entstand von den Leuten ausgehend, ja, sehr stark ein Gedränge oder ein Andrang. Da sie zu Ritter wurden, nach ritterlicher Ehe, also als sie zu Rittern wurden, nach ja, Art der Ritter oder nach Gewohnheit oder Brauch der Ritter, mit allzu großen Ehren das weltlich immer mehr ergehe. Also mit so großen, schon wieder Ehren im Plural, ja, mit so großen ja, Ehre verschaffenden Handlungen oder Bekundungen, wie es so ordentlich, ja, also gedacht ist es eigentlich negativ, wie es niemals mehr wohl vonstatten gehen könne. Ich bin ehrlich gesagt an dieser Stelle auch irritiert, dass da nicht nimmer steht. Da müsste ich dann noch mal genauer nachforschen, warum das hier nicht negativ ausgedrückt ist. Strophe 42. Mit lobbelichen Ehren
schiert sich dü hochgezieht, von den riechen Herren, horte man wohl sieht, dass sie den jungen Wolden zereime Herren hahn, des entgärte nicht Herr Siegfried, der vielwältliche Mann. Genau, als letztes noch mal eine kleine Exkursion in die Grammatik. Und ein Punkt, der eigentlich recht wichtig ist, weil es auch recht häufig auftaucht, nämlich die Negationen im Mittelhochdeutschen. Im Neuhochdeutschen sagen wir in der Regel nicht, wenn wir irgendwas verneinen wollen. Zum Beispiel, es regnet nicht, das Haus ist nicht grün, sondern blau gestrichen und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch negative Pronomina oder negative Adverben, sowas wie niemals oder niemand. Und da haben wir dann auch dieses N drin, was auch die Negation ausdrückt. Und das haben wir aus dem Urindogermanischen ererbt. Und das gibt es im Mittelhochdeutschen auch, und zwar noch selbstständig oder unselbstständig. Am besten lese ich mal kurz den Artikel hier vor oder den kurzen Satz, den ich hierzu geschrieben habe, die Negation im Mittelhochdeutschen. Im Mittelhochdeutschen gibt es das negative Adverb nicht, das es auch im Neuhochdeutschen noch in der Form nicht gibt. Also da ist einfach nur ein C hinzugefügt worden, graphematisch. Außerdem gibt es noch das negative Proklitikum N, das sich im Mittelhochdeutschen an Verben schmiegt, und negative Adverbien, so wie zum Beispiel nimmer oder niemer, und Pronomina, wie zum Beispiel niemann. Genau. Und dann habe ich da nochmal ein Beispiel aus Strophe 13, Vers 4, also aus der ersten Aventüre. Ihr Entkunde in der Werde, leider nimmer geschehen. Da haben wir auch bei Entkunde dieses Proklitikum, das Negative. Und wir haben hinten das negative Adverb nimmer im Sinne von ja, nimmermehr, niemals. Und die Faustregel im Mittelhochdeutschen ist zum Glück sehr einfach. Sobald ein Satz mindestens eine Negation enthält, ist er negativ. Und doppelte Negationen heben sich nicht gegenseitig auf. Das ist sehr viel angenehmer als im Altgriechischen zum Beispiel, wo man wirklich darauf achten muss, ob Negationen einfach oder komplex sind und ob es dann eine gerade oder eine ungerade Anzahl gibt. Und das ist ganz, ganz garstig, aber im Mittelhochdeutschen zum Glück nicht. Sobald wir eine Negation haben, ist der komplette Satz negativ. Und genau, was möchte dann dieser Satz oder diese Strophe uns sagen? Mit lobbelichen Ehren schiert sich dü hochgezieht. Also mit ja, wahrscheinlich herrlichen oder lobreichen Ehrbekundungen trennte sich die Festgesellschaft. Also hier hochgezieht bedeutet gar nicht das Fest, sondern es sind halt die Leute, die an dem Fest teilnehmen, die dann auseinandergehen. Von den riechen Herren horte man wohl sieht. Von den reichen Herren, und wahrscheinlich sind da die Grundbesitzer innerhalb des Königreichs gemeint. Wobei man sagen muss, Riech heißt nicht nur reich, es kann auch mächtig sein. Also es sind dann wahrscheinlich wohlhabende Großgrundbesitzer, die entsprechend auch einen gewissen kleinen Einflussbereich haben. Da hörte man wohl danach. Was hörte man von denen? Dass sie den jungen Wolden zereime Herren haaren. Dass sie den Jungen zu einem, würden wir nicht mehr sagen, also zum Herren haben wollten. Aber des entgärte nicht Herr Siegfried, der vielwältliche Mann. Das begehrte oder das wollte nicht Herr Siegfried, der sehr ja, ehrbare oder ordentliche Mann. Hier haben wir das N-Gerte, also eine Negation, und dann nochmal das negative Adverb nicht.
Und trotzdem ist es eine einfache Negation, die ausgedrückt wollte. Also das wollte der Siegfried nicht, der sehr lobenswerte oder ordentliche Mann. Genau. Danach kommt dann noch eine Strophe, Strophe 42. Das ist dann noch ein bisschen Charakterisierung von Siegfried, dass er diese Ehre nicht annehmen möchte, solange seine Eltern leben. Aber er möchte halt als Schutzherr für das Land seiner Eltern doch zur Verfügung stehen. Und damit endet dann Aventüre Nummer 2. Die nächste Aventüre, die dann folgt, ist logischerweise Aventüre Nummer 3. Die ist aber tatsächlich sehr lang und da wird es dann wieder einen Augenblick dauern, bis ich mir überlegt habe, wie ich die am besten mit euch bespreche. Ich würde in Betracht ziehen, da noch mal ein bisschen genauer auf inhaltliche Aspekte einzugehen, sprachliche Dinge, damit wir uns an das Mittelhochdeutsche als Sprache ein bisschen näher rantasten können, können wir ja immer noch peu à peu einstreuen in den weiteren Aventüren. Das ist ja genug Zeit noch in den weiteren 38 Videos. Videos. Wir machen dann demnächst mit Aventüre 3 weiter. Die wird aber verhältnismäßig lang. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal.